Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode Shakes and Fidget. In der letzten Folge haben wir ja schon mit dem 13. Stock begonnen und sind auch schon relativ weit gekommen, wenn man bedenkt, dass 10 neue Stufen dazukommen und wir jetzt bei Stufe 16 sind, wir haben mehr als die Hälfte davon quasi schon durchgespielt. Und beim letzten Gegner, beim Alex, den Abtrünnigen, sind wir dann leider nicht mehr weitergekommen. Also ihr seht so ungefähr auf die Hälfte. Und dann gibt es eben zwischendrin diese, den würde ich jetzt gerne analysieren. Also es ist meiner Meinung nach möglich, ihn noch zu besiegen. Und da der 13. Stock einer meiner Lieblings- oder der Lieblingsdungeon von mir ist, würde ich ihn halt auch gerne jetzt besiegen. Wir gucken mal kurz den Kampf an, den wir hier haben. Ob ich jetzt nur die gecrittet habe oder so weiter. Das, ich meine, wir haben hier immerhin einen Krieger, also durchaus möglich, dagegen vorzugehen. Boah, da hat er natürlich hart bei mir gecrittet. Okay, er hat zweimal gecrittet und trotzdem habe ich ihn so weit runterbekommen. Krass. Hä, wie oft habe ich ihn hier bitte geblockt? Ah, der Crit war halt heftig. Aber dann hatte er einmal noch hier normal. Okay, also er ist auf jeden Fall möglich. Braucht halt nur ein bisschen sehr viel Glück. Und ich habe in der letzten Folge dann schon meine Items, die ich hierfür nutzen werde, zurechtgelegt. Das Problem ist, wir haben ein paar wenig Edelsteine dafür. Deswegen müssen wir ein bisschen schauen. Aber ich glaube, so wie ich das jetzt hingelegt habe, ergibt es am meisten Sinn. Beginnen wir mit der Rüstung. Ein bisschen besserer Rüstungswert, aber vor allem irgendwie plus 50 oder sowas auf alle Attribute. Das ist schon mal ziemlich geil. Also hiermit fangen wir an. Und dann wenden wir hier auch gleich den Stein an und 6-mal verbessern. Das läuft bei mir aktuell im Programm, ne? Gut. Und 6-mal verbessert. Damit haben wir jetzt hier schon mal ein bisschen besseres Item. Gut, dann geht's weiter mit den Schuhen. Das ist sogar, also keine Ahnung, wie lange ich mein jetziges Item schon habe, aber normalerweise würde ich auch hier einen schwarzen Edelstein einsetzen. Da ich aber keine mehr habe, fange ich jetzt an, blaue zu verpulvern. Was natürlich nicht geil ist, wenn ich irgendwann mal wieder eine gute Waffe bekomme, aber was soll ich bitte machen? Ich würde jetzt gerne in den Dungeon weiterkommen und deswegen ist das eben so. Außerdem ist das hier noch einer mit Rune. War ja auch so eine Sache, die mich echt genervt hat, dass diese beiden Items auch keine Rune hatten. Und Lebensenergie und Widerstand gegen alles sind auch noch sehr gute Runen, ja. Deswegen auch hier ein Edelstein rein und auch das hier 6-mal, yo, übertreib nicht so, 6-mal verbessert. Nicht übel, auch das gibt es nochmal ein ordentliches Upgrade. Und das letzte machen wir hier unten rechts, auch hier plus 25 Widerstand gegen Eis. Da werde ich die Runen gleich tauschen mit Lebensenergie plus 4%. Aber auch hier kommt der Stärkestein hinein, auch das hier wird 6-mal verbessert. Dann kommt der Runentausch mit, stimmt, ich kann ja sogar mit der irgendwas da drüben. Was haben wir denn hier? Epische Gegenstände, Erfahrungsbonus. Lebensenergie ist, glaube ich, schon das Beste, ne? Na, wir gehen auf Lebensenergie. Kostet zwar 20 Pilze, aber das ist es mir wert. Cool, damit haben wir den Hauptcharakter schon mal ausgestattet. Jetzt geht's rüber zum Alternativcharakter. Der profitiert natürlich erstmal davon, dass der jetzt meinen alten Stuff bekommt. Sowieso. Aber er bekommt auch neue Handschuhe. Die könnte ich auch mir geben. Aber da ich momentan sowieso keine Edelsteine mehr habe und naja, für ihn sind sie eine Verbesserung. Das heißt zwar, er ist jetzt ein bisschen eher so ein Ausdauerbild, aber das ist dann eben so. Ich glaube, Begleiter habe ich immer auf plus 4. Und dann haben wir doch den hier. Auch das hier eine, ja, 12, plus 12 akzeptabel. Das kriegt auch plus 4 und auch den Stein. Und ja, diese Items hier sind jetzt alles Dinge, die ich dann komplett zerlegen kann. Da kriege ich dann übrigens auch nochmal 40.000 Edelsteine zurück oder sowas. Also das kann sich schon sehen lassen. Dann haben wir jetzt noch die Rüstung, die er hier hat. Auch da sind nochmal irgendwie 5.000 drauf. Also 45.000 haben wir jetzt hier gerade einfach so rumliegen. Plus hier auch nochmal irgendwie 4.000, also 50.000. Was wir übrigens auch brauchen, weil wenn ich jetzt mal hier zum Schmied gehe, dann seht ihr, dass das schon, also so eine Aktion, wie ich das hier gerade eben mache, kostet. Und wo wir gerade von Kosten reden, ich darf natürlich nicht vergessen, zur Zauberlady zu gehen, weil ich das jedes Mal vergesse. Aus Gründen, die keinen Sinn ergeben. Ich weiß nicht, warum ich die nie auf dem Schirm habe. Aber tatsächlich zum Beispiel gerade jetzt das, dass ich jetzt das hier erst hatte, ist, also das hätte schon gerade wahrscheinlich, damit hätte ich vielleicht gerade eben sogar schon gewonnen. Also das ist ein bisschen lächerlich, dass ich das immer wieder vergesse. Wir gucken mal eben, nein, das wollte ich nicht. Wir gucken mal eben, ob ich auch bei den anderen Charakteren, ja, jetzt sieht's gut aus. Immer sehe die Kommentare voll von wegen, hey Skay, du hast es wieder vergessen. Und jedes Mal vergesse ich aufs Neue. Ich weiß nicht warum, aber ich weiß, dass ich noch 500.000 übrig habe. Wollte gerade sagen, so irgendwas stimmt hier doch nicht. Ja, wie sieht es mit den Stats aus? Oh ja. Da können wir hier ein bisschen und hier ein bisschen. So. Ich habe echt ein hartes Gap dazwischen drin. Jetzt hauen wir hier noch ein bisschen was raus. Komm, auf 9.000.
9001, 9001. So, jetzt habe ich noch 100.000. Hier nochmal und hier nochmal. So, jetzt habe ich noch 22 Millionen. Jetzt ist es vorbei. Gut. Dungeons. Jetzt schaffen wir ihn aber, oder? Komm schon. Das wird jetzt ein paar Versuche brauchen. Aber es ist für mich auch vollkommen in Ordnung, wenn ich jetzt hier ein paar Minuten dran sitze. Alles in Ordnung. Wir haben ihn gerade auf 5 Millionen runtergekloppt und seitdem habe ich meinen Charakter nochmal deutlich verbessert. Jetzt sollte es definitiv mit ein kleines bisschen Glück möglich sein. Auch wenn es nicht danach aussieht, lustigerweise. Aber es sollte möglich sein, ihn jetzt platt zu machen. Hier habe ich es erstmal wieder über die Hälfte. Es wundert mich halt, dass ich meistens so irgendwo bei der Hälfte rumgava, aber hin und wieder wirklich diese sauguten Angriffe habe. So wie das mit den 5 Millionen gerade. Ich weiß nicht, mit was das zusammenhängt. Aber ich hätte gern seine Pizza. Denn das ist ja der Text. Oder das, was uns der Text davon erzählt. 24 Millionen. Och, komm schon, Mann. Wenn ich nochmal so einen guten Run hätte, wie das mit den 5 Millionen gerade, ich hätte ihn einfach besiegt. Also hätte ich irgendwie erst ausgebaut und dann angegriffen. Aber so funktioniert das mit dem Glück leider nicht, nicht wahr? Och, komm schon. 12 Millionen. Es ist absolut möglich mit meiner jetzigen Ausstattung. Und ich fände es halt voll cool. Ich will noch einen weiterlesen. Das ist eigentlich so, mit der Alex der Abtrünnige und seine Pizza ist mir eigentlich so relativ egal. Ich will wissen, was danach kommt. Und ich habe leider keinen stärkeren Charakter als internationale Welt 10. Das ist nun mal mein stärkster. Und ansonsten müsste ich den halt wahrscheinlich irgendwie ein paar Level noch aufleveln oder so. Ein bisschen bessere Items noch finden und so. Ja, aber wenn ich, also jemanden, den ich auf 5 Millionen runterbekomme, den komme ich auch besiegt. 14 Millionen. Guck, hin und wieder gibt es so diese kleinen. Und es ist mir egal, wie viel Pilze ich jetzt ja auch gerade hierfür ausgebe. Ich meine, unter normalen Umständen, wenn ich keine Videos machen würde, würde ich ja auch jetzt gerade mehrere Tage damit verbringen, ihn platt zu machen. Wir machen das gerade einfach nur im Zeitraffer. Siehste, habe ich doch gesagt, dass es möglich ist. Oh, den Kampf speichern wir aber, gucken wir uns an. Hä, nicht mal das bestmögliche Schild. Das bestmögliche Schild wäre 495 gewesen. Schau mal, das hier ist das bestmögliche Schild nach unseren Stats. Und wir bekommen sowas. Was für eine Verarsche. Außerdem haben wir sowieso, also ich mag mein Schild lieber. Okay, gucken wir mal, wie der Kampf eigentlich so angefangen, ausgesehen hat. Ist natürlich viel spannender, sich Kämpfe im Nachhinein anzugucken. Außerdem freut man sich dann auch ein bisschen mehr, weil man ja garantiert gewonnen hat. Das macht die Sache irgendwie ein bisschen besser. Cool, also, Alex der Abtrünnige. Ich habe erstmal gecrittet, er nicht. Ich habe nicht gecrittet, er nicht. Ich habe wieder gecrittet, er aber auch. Er hat mir einfach die Hälfte von meinem Leben gezockt. Guck mal, wie es hier aussieht. Dann habe ich gecrittet und wieder aufgeholt, nochmal gecrittet. Dann war ich auf 13 Millionen, habe aber geblockt und dann gecrittet. Ei, das war wirklich ein knapper Kampf. Da war nicht mehr viel Platz. Geil, okay, cool. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Jan der Hacker. Zinus, was machst du bei Fakes und Fidget? Okay. Gesättigt machst du dich auf die Suche. Also, wir haben die Pizza von dem Alex bekommen, ne? Gesättigt machst du dich auf die Suche nach Antworten. Es scheint, als kämpfe jene Gegner. Was? Als kämpfe jeden Gegner, den du besiegst, drei neue. Das sollte doch nur in schäbigen Fantasy-Romanen so sein. Fakes und Fidget, wie Farsche. Du gehst ein paar Schritte, da rauscht eine Spitzhacke an dir vorbei und bleibt zitternd in der Wand stecken. Ob Jan der Hacker wohl gerne Minecraft spielt? Oder Minecraft hackt? Oder warum er eine Spitzhacke hat? Oder warum er Jan der Hacker heißt? Was hat er überhaupt verbrochen, dass er Jan der Hacker heißt? Wir wissen es nicht, aber wir kämpfen gegen ihn. Ist das jetzt dein Ernst? Junge, wie hart over the top ist das? Ich meine, gerade eben hatten wir noch einen Kampf, wo ich gesagt habe, ja, mit viel Glück können wir den schaffen, vielleicht. Ja. Aber hier? Ja, Leute, also das war's. Stufe 17 ist das Ende für uns. Was okay ist, wenn man bedenkt, dass die fast 100 Level über mir sind. Okay, einverstanden. Gucken wir noch kurz in alle anderen Dungeons rein. Der hier war so halbfertig, ne? Naja, mit ein bisschen Glück halbfertig. Da werden wir uns noch die Zähne dran ausbeißen. Der hier war so auch halbfertig. Oh, sogar ein bisschen unterhalb fertig. Da sind wir ein bisschen weiter schon. Das dachte ich gerade, ich habe ihn geschafft, aber leider nicht. Hab nur die Anzeige gebuggt. Okay, also etwas unterhalb fertig. Hier sind wir so auch etwas unterhalb fertig. Oh, guck mal. Oh, die machen wir schon bald platt. Guck mal, da hat unser Upgrade jetzt hier echt was gebracht. Also ich glaube, die ist das niedliche. Oh ja, das niedliche Schoßtier ist definitiv das nächste. Das ist definitiv das nächste, was dran glaubt. Vielleicht hätte ich jetzt sogar schon das Zeug dazu, aber nee, das dauert noch. Aber das glaubt als nächstes dran. Dann Ares.
Nope. Obwohl auch schon etwas unter der Hälfte. Das ist voll cool, dass wir jetzt gerade ungefähr alle gleich sind. Das heißt, ich werde irgendwann, wenn ich meinen Charakter weit genug habe, werde ich einfach hier zack, 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 alle durch. Das habe ich aber auch schon mehrere Folgen gesagt. Ja, nö. Großes Nö. Einfach gar keine Chance. Aber ich mag den Knopf, den er macht. Nee. Also, keine Chance. Aber ich denke, als nächstes glaubt der Nergini dran. Das niedliche Schoßtier. Weil das haben wir gerade eben schon gefährlich niedrig bekommen. Also da reicht nur eine wirklich mal etwas stärkere Waffe aus. Und wir bekommen das noch, sage ich. Aber nicht mehr in dieser Folge. In dieser und der letzten Folge habe ich es nämlich geschafft, den 13. Stock recht weit durchzuspielen. Super viele Items zu sammeln, die allesamt zerlegt werden. Also hier wird nichts am Stück gelassen. Aber wir brauchen dringend neue Edelsteine, was ich allerdings nicht beschleunigen kann, weil mir hier noch irgendwie 1, wie viel? Fehlen mir gerade noch 90.000 Stein. Und ich habe alles versucht. Ich habe in der Taverne gespielt, ich habe Glücksrad gedreht, ich kriege die gerade nicht. Aber dafür haben wir es geschafft, die Edelsteinmine auszubauen. Man kann ja nicht alles haben, nicht wahr? Meine Damen und Herren, das war die heutige Folge Shakes and Fidget. Ich versuche nicht wieder 5 Jahre auf mich warten zu lassen mit der nächsten. Das ist immer so ein bisschen, ich meine, ich bin jetzt fertig mit der Masterarbeit, ich sollte eigentlich Zeit haben. Ich putze gerade nebenher den Tisch. Ich meine, was macht man nicht sonst so am Ende einer Folge? Ich sollte eigentlich Zeit haben, aber irgendwie habe ich trotzdem immer so viel zu tun. Das ist echt, ich habe ein sehr kaputtes Zeitmanagement. Naja, egal. Ich sage Dankeschön fürs Zusehen, wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Macht's gut. Ciao.